Sie ist der Traum Millionen Männer. Ein Model der Weltklasse, das auch philosophieren kann. Sie ist Deutschlands schönste Chanteuse. Für mich aber. Und das, nachdem ich ihr Buch gelesen habe, ist sie die Personifikation von Anmut und Demut. Frau Pattberg, schön, dass es Sie gibt und schön, dass Sie uns mit diesem Buch beglückt haben. Was dem Leser bei der Lektüre Ihres Buches als erstes auffällt, ist die unerwartete Bodenständigkeit der kosmopolitischen Autorin. Mir war das immer sehr wichtig, dass ich diesen Kontakt nach Hause nicht verliere, also den Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Freunden und zu meinem Mann. Durch wird man eigentlich professionelles Modell. Als erstes braucht man auf jeden Fall als angehendes Model eine Agentur. Man braucht jemanden im Rücken, der so von einem überzeugt ist, dass er sagt, ich bringe dich ganz groß raus, ich glaube an dich und auch wenn es ein bisschen länger dauert, ich investiere. Und dann muss man natürlich erstmal Klinken putzen als angehendes Model. Man muss sich vorstellen, bei Fotografen und bei Kunden gibt es natürlich auch die Glücklichen, die auf der Straße entdeckt werden und von einem Tag auf den anderen ein Cover für ein Magazin gebucht bekommen und dann geht es halt ganz schnell. Sie lieben wunderbares Essen. Mhm. Das macht sie auch ganz anders wie viele ihrer Kolleginnen. Ich koche halt gern und genieße gern und das ist einer der schönsten Teile am Reisen, ist die Küche eines Landes kennenzulernen. Und das versuche ich auch, wenn ich unterwegs bin, jedes Mal zu tun. Finde ich großartig und bitte bleiben Sie ein Genussmensch. Sagen Sie mir mal ganz ehrlich, gibt es irgendetwas, was Sie nicht tun würden, was die Mode trotzdem diktiert? Würden Sie sagen, nein, das tue ich nicht? Also ich würde mich niemals unter das Messer legen. Das wäre das eine. Und alles, was mit Modetrends zu tun hat, da kann ich, glaube ich, passt da sehr gut, weil wenn ich jetzt einen Trend oder irgendwas ganz schrecklich finde und es ist in 2 Jahren dann doch auf allen Laufstegen zu sehen, werde ich mit Sicherheit eine der ersten sein, die es trägt.